Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu Imperium Galactic Survival an diesem schönen Sonntag, der Gamescom-Tag, der letzte Tag. Wir werden heute auf der Heimreise sein. Vor mir steht Jack Fleischhammer. Hallöchen, Pupüchen. Hallöchen, Pupüchen. Du hast mir jetzt gerade zwischen der Aufnahmepause ein Repair and Remove Tool gebaut. Das nutzt anscheinend die gleiche Munition wie das der Drill. Da konnte ich zumindest nachladen. Ja. Und einen zweiten Generator. Den zweiten Generator werde ich jetzt mal setzen. Und zwar, ich würde sagen, so dahin. Da machen wir hier noch einen zweiten Dings. Da kommt man rein. Dann, ja, ich setze den hier in die Ecke. Genau, dann entferne ich hier diese eine Leuchte. Wir brauchen Eisen, hast du gerade gesagt. Ja, Eisen ist fies alle. Oh. Ich jetzt baue ein bisschen an uns vorbeigegangen, sag jetzt mal. Jetzt habe ich's. Ah, mit rechts kann ich reparieren. Das ist echt geil. Jetzt habe ich nämlich das, was ich kaputt gemacht habe, repariert. Das ist eine gute Entscheidung gewesen, Entwickler. Muss man doch mal so anerkennen. So, wieso geht der jetzt nicht? Vielleicht muss ich den einen entfernen. Muss jetzt mal leider mal Strom entfernen hier, mein Freund. Wieso geht? Nee, der geht, Digga, der geht. Du musst keinen Strom entfernen. Aber nicht, den ich hier gebaut habe. Du musst vielleicht an- und ausmachen. Ja, warte mal, machen wir das. P, ich sehe es ja nicht. Y. Nein, ich will doch den umbauen. Core, Interieur. Generator, da ist er. Okay, läuft. Warte, mach den anderen mal aus, warte mal. Kannst du abbauen. Jetzt ist er aus, gell? Hab ich. Ja, alles klar, kann ihn abbauen. Wenn du jetzt den Ding abbaust, was wirst du kriegen an Material? Soll ich mal gucken? Ja. Ich habe schon ein bisschen was abgebaut. Oh, schwierig. Oh Mann, der braucht ja richtig. Hm. Ah, jetzt entfernt. Ja, ich habe jetzt Computer und sowas rausgekriegt. Zwei Computer, was brauchen der? Kannst mal gucken. Braucht der zwei Computer und zwei Control Device? So, das Ding heißt Generator und der braucht. Der braucht zwei Computer. Zwei Control Device. Zwei Capture Device. Hast du sowas vielleicht auch? Capture Device. Ja, zwei Capacitor. Und ein Reaktor. Reaktor Core. Genau, Reaktor Core habe ich alles wieder gekriegt. Also kriegst du Teil anscheinend wieder. Ah, das ist ja cool. Das ist ja cool. Dann kannst du. Nee, das ist ja cool. Doch, dann kannst du mal bitte was abbauen hier für mich. Ja. Und zwar in der Mitte hier den RCS. Den habe ich nämlich doppelt. Dummerweise. Den RCS, wo hast du den anderen denn hin? Ne, den habe ich in der Hand, den habe ich noch in der Tasche. Den habe ich blöderweise doppelt abbauen, damit ich die Materialien wieder kriege. Ah, yeah, you know. What? Oh, wir brauchen Eisen, ey. Wir brauchen Eisen, bevor wir jetzt. Also das finde ich gut mit dem neuen Tool. Finde ich richtig gut gelöst. Und dass ich mit Shift hier in den Dings reinsortieren kann. Und er sortiert sie auch. Er stackt sie jetzt auf die richtige Position, Herr Fleischhammer. Das habe ich bereits mitbekommen. Finde ich auch gut. Sehr geil. Vielen Dank an den Entwickler für diesen kleinen Komfort. Sehr gut. So, ich will mal eine kurze Tür craften. Darf ich mal eine Tür craften? Selbstverständlich. Die haben auch die Blöcke so ein bisschen umsortiert, sehe ich gerade. Wo ist denn die Tür? Hier müsste doch dabei sein irgendwie. Automatic Door. Mach ich mir mal kurz eine. Ich muss noch lernen, dass man mit Shift und linke Maustaste das schneller. Ja, das meinte ich ja eben. Oder haben wir da irgendwie aneinander vorbeigesprochen? So. Ja, hundertprozentig. Bin ich mir auch sicher. Ja. Wir reden ja öfters. Tu mir noch einen Gefallen, Mira. Dir nochmal. Ja, mir? Kannst du hier nochmal was mir hier rausnehmen? Ja, Moment. Moment. Ausbauen. Guck mal. Guck mal. Okay. Guck mal. Mal, guck mal. Ja, cool. Achtung, ich gehe durch die Tür. Oh, yay. Oh, mit I Tee like it. Was? Nee, der macht er automatisch. Wie schön. Oh, das finde ich gut. Hat so ein bisschen den Sound von Star Trek. Star Trek, ne? Ja. Warte mal, wenn man jetzt die Dreiecke, die hat doch irgendwo Dreiecke gesehen. So, wo soll ich was entfernen? Ich bin der Remover Man. In der Mitte irgendwo, damit ich einen Thruster da einbauen kann, nach unten. Oh.
Okay, mache ich direkt vor dem RCS. Ja, kannst du machen. Ist raus. Okay, Boden habe ich auch wieder repariert. Alles klar, habe ich. Geil. Da hat jeder seine Aufgabe auch. Das ist ganz wichtig, dass ja, die der Mitarbeiter sich wichtig fühlt. Oder mache ich hier erstmal zu, den Kasten, oder? Sicherheitshalber. Ja, selbstverständlich. Was für ein Kasten? Das ist selbstverständlich. Selbstverständlich. Weiß jetzt wo sind denn die Dreiecke? Ich habe da irgendwo Dreiecke gesehen. In irgendeiner Kiste waren noch... Hier waren so. Ne, das waren nicht Dreiecke. Ich dachte, ich hätte irgendwo Dreiecke gesehen. Hast ach, die habe ich hier. Hast du vielleicht. Ich habe noch die Dreiecke. Hast du zufällig. Hier, ich klicke es mal auf den Boden. Hast du zufällig Dings? Ich pack mal den Stuff hier kurz rein. Ich bräuchte jetzt noch. Hab ich die Dreiecke reingebaut. Hallo. Na, super. Ja, bitte. Höre mich. Ich höre dich. Ich brauchte noch ein paar Blocks hier. Hast du dafür noch was? Ne, nur noch zwei. Schade. Aber die kann ich dir ja hinwerfen. Hier habe ich gedroppt. Okay, dann hole ich mir hier noch. Ich hatte noch zwei, drei gemacht hier. Nein. Okay. Ach so. Dann setze ich die mal nach außen. So. Habe ich wohl richtig gesetzt. Jetzt gehen wir hier auf den Sauerstofftank, dann da hoch. Ich hasse die Nacht. Ich hasse die Nacht. I hate. Ein Ethyl? Jetzt blöd. Problem. Ich. Bitte? Was? Wo? Ich habe hier einen Interior-Block, wenn du den haben willst. Den kannst du hier noch irgendwie verbauen. Was sieht ein bisschen anders aus. Das weiß ich auch nicht. Hast du vielleicht Metal Plates in deiner Tasche noch? Die du nicht brauchst? Nein? Nein? Okay. Hast du dich hier reingepackt? Oh ja, hast du. Können wir hier mal teilen. Dann können wir da drüben nämlich noch Kram bauen. Aua, hier sind die Blöcke, nehme ich mir halt mit. Haben wir jetzt keine Blöcke mehr, oder? Wir haben kein Eisen mehr insgesamt. Kann ja, doch, wir haben jetzt hier, ich habe ja noch Metal Plates gefunden. Und da können wir noch Blöcke basteln. Noch, sogar noch richtig viele. Hast du noch Energiezellen? Die kannst du mal ins Raum packen. Nee, halt nicht. Halt welche ihr baut und die sind in dem Constructor drin. Okay. Da, 20 Stück. Indeed. Dann, wenn der hier leer sein sollte, baue ich mal nochmal... Da ich mal 20 neue. So, jetzt gehe ich zum ersten Mal durch die Tür. Boah, geil. Läuft, ne? Geiler Sound. Okay. So aufpassen, dass du mich nicht in den Fuß klemmt oder so. Jetzt ist die Frage. Jetzt habe ich so viel Schrägen. Können wir nicht die Schrägen aufbauen und wieder einschmelzen? Oder kann man die... Das müsste die Schrägen irgendwie einschmelzen können. Was ich meine? Ich hab jetzt 26 Schrägen, gut, die können wir aber irgendwann mal verbauen. So, 26 Schrägen, ja, die kann ich hier für das Ding benutzen, ja. Mach ich hier mal ganz exklusiv, ne? Kannst du mir hier. Ach ne, ich mach hier vorne einfach noch einen ran. Oh, vorne? So, alles klar. Magst du dich vor den Eingang stellen? Screenshot technisch, aber da dreht der Zuschauer wieder durch, ist auch doof. Ja. Ein bisschen nach vorne, Baby. Mach mir die Schiffe. Ja, genau. Oh ne, das. So ist besser, ja. Nee, stehst in der Wand drin irgendwie. Mit dem rechten Arm stehst du in der Wand, genau. Perfekt. Mach mir die Schiffe. Mhm. Okay, habe ich. Gut, danke. Dann kann ich wieder an die Arbeit, ja. So, die Schrägen, meinst du, dass es vorne spitz wird, reinmachen? Ja, nee, jetzt noch nicht. Da, okay, später dann. Genau, aber das für später. Wir bräuchten noch Eisen, oder? Wir müssen mal auf Eisen gehen. Wir müssen jetzt, ja, wir müssen ganz dringend nochmal auf Eisensuche gehen. Weil wir bauen Teil der Basis ab. Nee, das ist auch doof, ne? Nee, die Hüllblocks können wir ja gerade noch machen. Die habe ich ja hier noch. Ich würde halt den Deckel gerne zumachen bei unserem, Ja, ich baue hier gerade noch Hüllblocks in dem Hovercraft. Dann klaue ich mir mal da 5. 6. 7. Alle. 8. Oh, ich nehme mir auch mal 9. So, ich mache jetzt hier mal zu. So. Da. Dort. So. Ist er. So. 1, 2, 3. 1, 2. Da waren sie aus. Okay, ich brauche noch 4 Blocks.
Dann ist das Ding zumindest safe und die Sonne geht auf. Noch 25 Sekunden. Oh, oh, was ist denn das für ein Cockpit? Das sieht immer richtig scharf aus. Das sieht scharf aus, ne? Hast du den Thruster vorne dran gesetzt oder war das da dran? Das ist so, ja, das ist da so. Ist das ein Gegenthruster oder sieht das nur so aus? Ich glaube, das sieht nur so aus. Das ist doch neu, oder, das Cockpit? Nein, ich glaube nicht. Okay. Denk an einen exklusiven Beifahrerplatz. Ja, genau, an den denke ich gerade. Ich glaube, da musst du nochmal was abbauen, und zwar vorne die Reihe, das ist ja nicht schlecht. Komm mal, abbauen kann ich. Wenn ich nichts kann, zerstören kann ich. Was vorne die Reihe wegmachen? Metal Components brauchen wir. Ja, genau, die vordere Reihe. Bald auch schon ein Thruster. Muss du kurz nachladen. Na komm. Okay, habe ich abgebaut. Willst du vorne dann dran klatschen? Da vorne, genau. Genau, direkt davor möchte ich gerne dran klatschen. Ich würde doch gerne, bevor die uns mal wieder beschießen. Eine Waffe dran bauen, ne? Davon mal ab, ja. Würde ich gerne die Sachen, die wichtig sind, hier hinten, würde ich gerne zumachen irgendwie. Weißt du? Und dass sie uns nicht auf die Energiezellen schießen. Ja, genau. Wir müssen natürlich irgendwie noch da rankommen. Es ist nicht. Haben wir noch ein zweites Metal Door? Nee, war. Wenn du Metal Door überhaupt setzen kannst bei einem Raumschiff. Das ist die Frage, ja. Das bleibt echt die Frage. Ich habe jetzt nicht den Block hier drunter. Hast du noch also die. Hier in dem Raum mit dem Abbaustrahl zu bauen, finde ich sehr schwierig. Es gibt mir wieder einen Block. Die Schrägen? Hast du mal die Schrägen? Ja, also? Die kann ich dir droppen. Moment. Boop. Liegen. Cool. So, den haben wir. Ah, finde ich gut, das Raumschiff langsam schon wieder ein bisschen Farbe. Ich verstehe nicht, das Raumschiff, das Cockpit, das was unten dran ist, gehört auch zum Cockpit, gell? Ja. Hm? Ja, weiß ich nicht, was du meinst gerade? Naja, passt. Hast schon recht. Reparieren nochmal. Oh, das kann ich hier nicht vorsetzen, was soll das jetzt? Oh, irgendwas habe ich repariert. Den Generator habe ich anscheinend repariert. Hat auf jeden Fall kurz reagiert. Hm? Okay. Also unser kleiner exklusiver Raum ist fertig. Was ich hier gerne noch hätte, wäre Licht. Wenn man so reinkommt, dass vor der Tür vielleicht ein Licht sitzt. Haben wir noch ein Licht exklusiv? Haben wir nicht. Da fehlen uns Metal-Komponenten. Müsste sich doch machen lassen, oder? Eine Metal-Komponente. Ist ja schwierig. Alter, brauchen wir ein Iron Ingot für eine Metal-Komponente. Okay, fuck you. Du hast übrigens hier einen Tank oder sowas ist hier drin, kann das sein? Das ist richtig, ja. Das ist der Oxygen-Tank für das Raumschiff. Mhm. Und die Fahrerkabine hast du schon dran gesetzt? Nee. Nee, eigentlich funktioniert gerade noch nicht. So wie ich mir das denke. Aber vielleicht bald. Okay. Ja gut, dann müssen wir doch noch eine Farming-Folge machen, ne? Definitiv, wir leider, jetzt 13 ja. Tut mir leid. Also, oder wir gehen jetzt noch mal eine Runde. Um. Ja, können wir auch jetzt mal. Eisen machen wir in der Folge noch ein bisschen farmen, weil wir brauchen Metall. Wir brauchen Hartmetall. Also, hartes Metall und Metall. Gleichzeitig. Schwierig. Ich kontrolliere mal ganz kurz unsere Energie. Genau, das Raumschiff zieht sehr viel Energie. Ich habe auch noch 12 Packs am Start. Ich brauche Oxygen und was zu essen. Also was essen sollte man auch direkt mal machen. Erst nochmal Sauerstoff auftanken. Oh ja, stimmt. Energie kann ich auch gleich mal auftanken. Oh, die Ernte ist fertig. Ach, sieht das schön aus. Jetzt gibt es Pommes satt. Können wir uns mal richtig schön satt essen, bevor wir dann auf Mission gehen. Ah, das mit dem Schiff ist wirklich sehr schön. Mit dem Schiff? Shift, Entschuldigung. Ach so, Mensch. Habe ich mich undeutlich genuschelt. Schade, ja. Ich dachte, du meinst das Schiff, ja. Hm. Aber das meintest du nicht. Nein, du meinst das Schiff nicht, nein. Das Schiff selber findest du jetzt nicht so gut, nein. Also hast nicht mich gelobt, nein. Also du... Nein. Gut, ja. Nein. Okay. Also das ist, meine Damen und Herren, Sie kriegen es gerade mit, das ist schon sehr schwierig, wenn wir Fleisch haben. Aber man muss halt gern haben, ne? Wie scheiße ist, ey. Ich kann dein Cockpit hier nicht anbauen.
Wir brauchen gar kein Licht im Raum, fällt mir gerade auf, weil ich bin runtergefallen. Ich hasse der Energietank so für sich leuchtet, das passt. Was mache ich denn da jetzt? Was denn? Ich kann dich hier nicht integrieren in den Scheiß. Wie, du kannst mich nicht integrieren? Du kannst mich nicht vorne dran flanschen? Geht nicht, komischerweise. Hier, warte mal, ich leg dir das mal hin. Probier das mal. Drop. Vielleicht liegt es an der, dass man nichts an das Cockpit selber dran setzen kann. Das glaube ich nicht. Das liegt eher daran, dass das irgendwie ein bisschen doof. Kannst du das mal starten? Fliegt das schon? Hä? Wieso kann man das nicht setzen? Das geht so ins Raumschiff rein. Genau, das ist das Problem. Das Problem. Ich kann dann das Ding mal anheben. Also, kannst du schon hochfliegen? Ne, wir haben keinen Thruster drin, ne? Doch, ich habe eh einen Thruster drin. Aber ich. Oh, mach mal an. Ich jetzt? Geh mal rein, mach mal. Das ist quasi den schon Jungfernflug. Achso, warte mal, ich muss da Energie reinpacken, oder? Kann das sein? Ja, ich hab keine jetzt. Reicht eh ne. Ja. Hat er. Okay. Ist am Start. So, wo ist denn der Thruster? Ist der vorne? Ah ja, okay, alles klar. Du hast zwei schon drin. Ja, stimmt. Stimmt, ich hab zwei. Nee, das irgendwie versinkt das. Ist das auch wenn, der richtige? Wenn ich ein Stück Cockpit zurückfliege? Haben, ach nee, das geht nicht. Haben die das Cockpit vielleicht geändert, weil das versinkt? Ah, warte. Kann es vorne dran klatschen, aber dann ist es so direkt vor dem Cockpit. Das soll, nee, das soll irgendwie. Das so versinkt in irgendwie den vorderen ja, Teil. Sieht komisch aus, ne? Ist das vielleicht ein Fehler von dem Update? Das ist irgendwie schwierig. Also, ich kann es zum Beispiel rechts oder links kann ich es dran setzen. Ich kann es aber auch nicht an den einen Block, der vorne dran sitzt, dran setzen, als würde das verschwinden. Was ist denn das? Wir können es auch nicht oben reinsetzen anscheinend, oder? Ist das jetzt, weil einfach da Stuff dran ist? Ach, innen rein könnte ich setzen, dann sehe ich halt nichts. Das ist ein bisschen blöd. Ja, ist blöd. Könnte an der Seite rausgucken. Kann ja die Außenansicht machen. Ja? Ja, ich könnte es, ja, das ja. Geht. Ich kann es an der einen Seite dran setzen. Na ja, okay. Dann oder hinten raus. Würde vielleicht auch gehen. Ich weiß noch nicht, ob ich dann rausgucken kann. Ja, natürlich. Hinten raus geht auch nicht. Hinten dran kann ich es. Dafür sind jetzt auch so komisch drin. Oder dann müssen halt, warte mal, musst du vielleicht noch eine Reihe. Guck mal. Pass mal, ich habe eine Idee. Was willst du probieren? Willst du noch was probieren? Vielleicht eine Reihe davor setzen und dann? Hallo? Hörst du mich? Könnte. Ja, ich höre dich. Hast du noch Eisen? Ja, soll ich mal was vorsetzen und dann. Ah, warte mal, jetzt geht's. Moment, jetzt geht's. Mach es schnell ran. Das ist ganz komisch. Ich kann das andersrum dran bauen, als hättest du es falsch rum. Hast du vielleicht die Fahrtrichtung nicht beachtet? Da war doch auf dem Chor war doch so ein. Wo ist denn? Nee, halt nicht. Es ist richtig. Guck, steht doch die ganze Zeit in die richtige Richtung. Nee, es scheint richtig rum zu sein. Meine Fresse doch. Aber ich kann das andersrum dran flanschen, das Cockpit. Also. Das ist echt merkwürdig. Okay, pass auf, ich baue das jetzt an die Seite rein, oder? Okay. Ja, mach. So. Guck, fügt sich auch von deiner Form ganz gut an, finde ich. Cool. Willst du an die Seite noch Geschütze dran bauen? Selbstverständlich. Vielleicht kriegen wir ja hin, irgendwie für dich einen Turret drin zu setzen, dass du den. Steuern kannst, aber wenn ich nicht nach vorne gucke, weiß ich nicht, könnte sein, ja. Die Frage ist, du kannst ja auf V gehen, ne? Das ist richtig. Ja, ist die Frage, warte mal, ich setze mich mal rein, es müsste ja gehen. Und dann auf V. Oder sieht das scheiße aus? Nee, ich kann mich nicht umgucken. Ich guck direkt auf den. Nee, ich guck nach vorne mit V. Na geil, na das ist ja gut. Ich guck auf den Sauerstofftank. Ja, mit V guck ich nach vorne. Aber ob ich dann einen Turret steuern kann, weiß ich nicht. Kannst du dir selber mal reinsetzen, siehst du dann, guckst du irgendwie nach vorne mit V. Na, ist gut. Lass uns noch farmen gehen. Also ich meine, wir haben nicht mehr viel. Was haben wir denn? 19 Minuten. Wir können noch ein bisschen farmen gehen. Ja, aber ich. Das ist aber auch hier schwierig gerade. Guck mal nach dem Essen. Oh, kannst du das mal abbauen, bitte? Ich glaube, wir machen das in der nächsten Folge. Außerdem ist das Essen schon wieder fertig. Das ist sehr geil. Also, man, das Zeug wächst ja. Haben wir hier irgendwie Spezialdünger drin? Oder ich baue mir selbst was. Hast du wieder in die Rabatten geschissen? ich hab aber geschifft. Ey, dann musst du trinken. Und dann einfach vor der Gurken, weißt du? So. Ich habe gedacht, du merkst es nicht, aber ich merk schon. Du merkst alles. Schade, dass man die nicht direkt essen kann, irgendwie. Die bepinkelten Fries. Gurken. Jackie? Ja? Komm mal Pommes fassen. Ey, weißt du, kannst du nicht was ordentlich machen? Immer nur Pommes. Das geht nicht. Ja, aber die sind super. Das geht doch nicht. Kannst doch nicht den ganzen Tag, du.
Pommes hier, da, links, rechts. Die sind super. Also, wir können nicht weiterbauen. Wir haben aber keine Space Mayo und das ist ein bisschen blöd. Space Mayo. Bauen wir mal hinten, erstmal hier vorne, das hier ab, die Beeren, den innen ganz machen, den rechten und die anderen beiden, die übereinander sind, vielleicht defragmentieren. Welche übereinander? Jetzt hab ich verloren. Na, die beiden, die hier sind, hier. Die direkt vor dir sind? Ja. Hab ich gerade repariert. Die nicht? Ja, okay. Ah, schade, der nicht, ja. Der links davon. Okay, du willst mich verarschen, ne? Den jetzt? Nein. Die was hier denn? Stehen. Oder sind die gar nicht da? Für dich. Du meinst, die unsere Wand wegreißen? Okay, für dich sind die nicht da. Gut. Nee, ich habe hier nur das Raumschiff. Das steht so einen Block weiter entfernt vom Raum. Vom, denkst du. Nee, das ist doch scheiße hier. Was ist denn das für eine Scheiße? Und jetzt? Was siehst du jetzt hier? Was sehe ich wo? Hier. Jetzt hast du es bis an die Wand dran gebaut. Okay, das war vorher schon. Das hast du, siehst du nur jetzt. Den, der an der Wand ist, den bitte abbauen. Ich bin ja ein Pommes. Kannst du mal Pommes essen? Pommes, ey. Wo sind die Pommes? Ich bin satt. Pommes sind im Klo. 21 Schuss habe ich übrigens noch. Wir sollten vielleicht noch Munition herstellen. Was wahrscheinlich wieder nicht möglich ist, doch. Ja, Pommes sind im Klo, genau. Ich habe schon ein paar Päckchen hergestellt worden und ich bin jetzt auf jeden Fall satt. Und bereit für die nächste Folge von Imperium Galactic Survival. Wir haben noch 3 Minuten 28. Wir müssen unbedingt Eisen besorgen, sonst ist unser Traum vom Raumschiff im Schwein im Weltall schwierig. Du musst auch das Raumschiff ein bisschen zur Seite fliegen, das funktioniert so ja, nicht. Ja, guckst du mal auf die Karte, ob wir irgendwo da hinten das Eisen ist ja schon alle. Iron Deposit. Ich weiß gar nicht, wie das Eisen aussieht. Ist das dieser. Das ist hier, ja, das ist hier. Ganz links, da hinten. Und Richtung dem. Zwei Eisenvorkommen haben wir rechts von uns gehabt, kann das sein? Ja. Ja. Ich kann mich noch erinnern, dass du mal hier. Kann ich die Koordinaten oder sowas? Nee. Ich glaube, du kannst Marker setzen. Nee, Point of Interest gab es irgendwie neu. Ja, komm, wir gehen in der nächsten Folge, gehen wir das an. Wir. Exklusives okay. Eisen. Exklusives Eisen, okay. Gut, Herr Fleischhammer. Ja. Was? Dann, wenn es euch gefallen hat, dann lasst uns einen Daumen nach oben da. Wir werden in der nächsten Folge noch ein bisschen hart abbauen gehen. Ein paar Drill Charges sollten wir vielleicht noch machen. Sauerstoff fassen. Bist du satt? Ja, also dann können wir direkt in der nächsten Folge loslegen, ein bisschen Eisen besorgen. Ah, wenn es euch gefallen hat, dann schaltet auch morgen wieder ein. Am Montag gibt es nämlich noch eine Folge. Und dann ist immer nur noch Dienstag, Donnerstag eine Pause. Aber ansonsten kriegt ihr hart hier Imperium Galactic Survival. Jetzt erstmal die Gamescom-Woche den ganzen Tag. Gamescom-Spezial. Gamescom-Spezial habt ihr von uns ein bisschen mehr Folgen bekommen. Also, wir sehen uns zur nächsten Folge wieder. Schon morgen am Montag. Macht's gut, bis dahin. Tschüss. Tschüssi.